Wenn du dich nebenberuflich selbstständig machen möchtest, dann gibt es vier Schritte, die du auf jeden Fall durchlaufen musst. Und diese vier Schritte schauen wir uns in diesem Video mal etwas genauer an. Ich möchte an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass ich schon einmal ein ganz ausführliches Schritt-für-Schritt-Video zur Selbstständigkeit aufgenommen habe. Und das Video, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du findest es auch unten in der Videobeschreibung. Und du als nebenberuflicher Selbstständiger bist natürlich auch generell selbstständig. Das heißt, du solltest auch auf jeden Fall einmal das andere Video anschauen. In diesem Video möchte ich vor allem auf die Besonderheiten bei nebenberuflichen Gründen eingehen. Und natürlich stellt sich als erstes die Frage, was sind denn eigentlich nebenberufliche Gründungen? Und der erste Punkt ist ehrlicherweise ziemlich einleuchtend. Und zwar, du hast einen Hauptjob. Das heißt, du kannst natürlich nur nebenberuflich gründen, wenn du hauptberuflich etwas anderes machst. Das heißt, du bist beispielsweise angestellt irgendwo. Du kannst allerdings tatsächlich auch hauptberuflich Schüler oder Student sein. Und mit ein paar Ausnahmen kannst du tatsächlich sogar hauptberuflich arbeitslos sein und trotzdem nebenberuflich selbstständig sein. Aber dazu komme ich später. Meistens richtet sich die Definition der Nebenberuflichkeit nach dem Zeitumfang. Das heißt, wie viel Zeit investierst du eigentlich in deine Selbstständigkeit? Und da solltest du normalerweise nicht über 20 Stunden liegen. Das heißt, deine nebenberufliche Selbstständigkeit musst du in unter 20 Stunden die Woche erledigen können. Außerdem solltest du mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht mehr Gewinn machen, als du Gehalt in deinem Hauptjob verdienst. Wenn das der Fall sein sollte, kann es sein, dass deine nebenberufliche Selbstständigkeit automatisch zu einer hauptberuflichen Selbstständigkeit wird, selbst wenn du sie beispielsweise nur in 4 Stunden pro Woche erledigst. Außerdem führen Angestellte, sozialversicherungspflichtige Angestellte in deiner Selbstständigkeit dafür, dass du nicht mehr nebenberuflich selbstständig bist. In der Regel sagen die Krankenkassen, dass du einen Minijobber haben darfst und trotzdem noch nebenberuflich selbstständig bist, also eine 520-Euro-Kraft. Aber wenn du jemanden in Teilzeit oder sogar Vollzeit anstellst, dann führt das in der Regel dazu, dass deine Selbstständigkeit dadurch zu einer hauptberuflichen Selbstständigkeit wird. Soweit erstmal zur Definition nebenberuflicher Selbstständigkeit. Kommen wir jetzt zu den 4 Schritten, die wirklich jeder nebenberufliche Gründer durchlaufen muss. Und damit kommen wir zum ersten Punkt, und zwar dem Gespräch bzw. der Einwilligung des Arbeitgebers. In nahezu allen Arbeitsverträgen steht drin, dass du entweder gar nicht nebenberuflich tätig sein darfst oder aber eine schriftliche Genehmigung haben solltest. Und meine Empfehlung wäre, selbst wenn das Ganze so in deinem Arbeitsvertrag nicht drin steht, dann solltest du trotzdem einmal mit deinem Arbeitgeber sprechen und dir eine, ganz wichtig, schriftliche Genehmigung für deine nebenberufliche Selbstständigkeit geben lassen. Warum? Weil sonst kann es unter Umständen später dazu führen, dass der Arbeitgeber sagt, na, das hätte ich ja nie erlaubt. Und auch eine mündliche Genehmigung reicht in der Regel nicht aus. Was ist zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber seine Meinung ändert? Oder aber dein Vorgesetzter verlässt das Unternehmen und du hast einen neuen Chef? Naja, dann kennt der neue Chef eventuell nicht die mündlichen Absprachen mit dem vorherigen Chef. Deswegen solltest du dir das unbedingt einmal schriftlich geben. Und ehrlicherweise reicht da in der Regel auch eine E-Mail. Das heißt, wenn dir einmal einfach schriftlich genehmigt wird, dass du nebenberuflich selbstständig sein darfst. Das sollte für dich immer der erste Schritt sein. Denn eine nicht genehmigte nebenberufliche Selbstständigkeit kann unter Umständen zur fristlosen Kündigung führen. Der zweite Schritt, den du unternehmen musst, ist deine Gewerbeanmeldung. Ganz wichtig, du musst nur ein Gewerbe anmelden, wenn deine Tätigkeit gewerblich ist. Wenn du dich selbstständig machst, dann musst du immer erstmal schauen, ob deine Tätigkeit gewerblich oder freiberuflich ist. Freiberufler müssen nämlich kein Gewerbe anmelden. Was genau die Unterschiede sind und wann deine Tätigkeit freiberuflich ist und wann sie gewerblich ist, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du findest es aber auch unten in der Videobeschreibung. Und immer dann, wenn deine Tätigkeit gewerblich ist, dann musst du im nächsten Schritt dein Gewerbe anmelden. Das kannst du in den meisten Gemeinden inzwischen auch online machen und auch dazu habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen. Die findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ein ganz wichtiger Hinweis bei dieser Gewerbeanmeldung. Da wirst du nämlich explizit danach gefragt, ob es ein hauptberufliches Gewerbe oder ein nebenberufliches Gewerbe ist. Und da trägst du dann natürlich bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ein, dass es sich um ein Nebengewerbe handelt. Sonst kann es unter Umständen führen, dass du später irgendwie Ärger kriegst mit Sozialversicherung und so weiter. Deswegen ganz, ganz wichtiger Hinweis, an dieser Stelle unbedingt angeben, dass du nebenberuflich selbstständig bist.
Und damit kommen wir zum dritten Schritt. Es reicht nämlich nicht, wenn du ein Gewerbe angemeldet hast. Du musst dich noch einmal separat beim Finanzamt anmelden. Und da kreuzen sich dann auch wieder die Wege der Freiberufler und der Gewerbetreibenden. Weil es ist vollkommen unerheblich, ob du gewerbetreibend oder freiberuflich bist. Beim Finanzamt musst du dich immer anmelden. Und das machst du idealerweise bei Elster Online, also elster.de. Da füllst du dann den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Natürlich habe ich dazu auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen. Die findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Und hier an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Das Finanzamt unterscheidet nämlich überhaupt nicht zwischen einer hauptberuflichen oder einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Beim Finanzamt ist es nur wichtig, dass du alle Gewinne und Umsätze ordnungsgemäß angibst. Wie viel Zeit du dafür investierst, interessiert das Finanzamt überhaupt nicht. Und deswegen unterscheidet sich der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auch überhaupt nicht zwischen einer hauptberuflichen Selbstständigkeit oder einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und damit kommen wir zum vierten Schritt und ehrlicherweise bei nebenberuflichen Selbstständigkeiten fast dem wichtigsten Schritt. Und zwar der Sozialversicherung oder vor allem der Krankenversicherung. Denn natürlich musst du deine Selbstständigkeit auch bei der Krankenversicherung anmelden. Das wirklich Spannende ist aber, dass du bei ganz vielen nebenberuflichen Selbstständigkeiten quasi über den Hauptjob mitversichert bist. Das heißt, obwohl du jetzt zusätzliches Einkommen aus einer Selbstständigkeit hast, steigen nicht deine Krankenversicherungsbeiträge. Und das macht so eine nebenberufliche Selbstständigkeit ja wahnsinnig attraktiv. Die Krankenkasse will dann so ein paar Angaben von dir haben, was machst du genau, wie viele Umsätze erwartest du und so weiter. Und das Ganze musst du auch in der Zukunft immer aktuell halten. Da ist vor allem immer der Gewinn entscheidend. Das heißt, wie viel verdienst du unterm Strich? Damit du über deinen Hauptjob mitversichert bist, musst du aber so ein paar Dinge beachten. Und zwar erstens solltest du mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht mehr arbeiten als in deinem Hauptjob. Das heißt, rein stundenmäßig solltest du weniger arbeiten. Und auch der Gewinn sollte unter deinem Gehalt liegen. Das heißt, wenn du 50.000 Euro als Angestellter verdienst, dann kannst du in der Regel ohne Probleme 30.000 Euro in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit Gewinn machen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, du darfst in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit kein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis haben, also du selbst darfst keinen Angestellten haben, weil sonst sagt die Krankenkasse, naja, das ist jetzt ein Hauptjob und dann musst du zusätzlich noch Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Das kannst du machen, wenn deine Selbstständigkeit wächst, aber dann bist du halt nicht mehr über deinen Hauptjob mitversichert. Und jetzt schauen wir uns mal einige besonders spannende Konstellationen an. Und zwar, wie ist das Ganze eigentlich, wenn du Schüler bist oder wenn du Student bist? Als Schüler oder gegebenenfalls auch als Student bist du in der Regel ja familienversichert. Das heißt, du bist irgendwie über deine Familie mitversichert. Und dann darfst du tatsächlich auch nebenbei noch Geld verdienen. Allerdings nur bis zu 485 Euro pro Monat. Das gilt zumindest für 2023. Diese Beträge werden ja von Zeit zu Zeit immer mal angepasst. Aber dein Gewinn darf nicht über 485 Euro liegen. Also ganz ungefähr 6.000 Euro im Jahr. Wenn dein Gewinn drunter liegt, dann kannst du tatsächlich in der Familienversicherung bleiben und trotzdem nebenberuflich selbstständig sein. Wenn du Student bist, dann kannst du dich auch studentisch krankenversichern. Das kostet so ungefähr 80 bis 100 Euro im Monat. Das heißt eine relativ günstige Krankenversicherung. Und mit einer studentischen Krankenversicherung kannst du tatsächlich auch mehr als diese 485 Euro im Monat verdienen. Da gibt es überhaupt gar keine Einkommensgrenze. Da kannst du theoretisch Hunderttausende verdienen mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Was da aber wichtig ist, ist, dass du nicht mehr als 20 Stunden pro Woche für deine Selbstständigkeit arbeitest. Ganz ehrlich, diese Zeiteingrenzungen, die sind sowieso relativ schwierig greifbar, weil wann arbeitet man genau? Wenn ich einen Spaziergang mache und darüber nachdenke, wie ich jetzt den nächsten Kunden akquiriere, ist das jetzt Arbeitszeit oder nicht? Und ehrlicherweise habe ich auch noch nie mitbekommen, dass man als Student irgendwie plötzlich Stundenzettel einreichen muss bei der Krankenversicherung. Was aber natürlich wichtig ist, ist, wenn du beispielsweise als Dienstleister arbeitest, zum Beispiel programmierst für Unternehmen, dann solltest du natürlich nicht 30 oder 40 Stunden pro Woche abrechnen bei Kunden, weil dann ja offensichtlich ist, dass du mehr gearbeitet hast. Und wenn du als Student über 485 Euro im Monat Gewinn machst und über 20 Stunden die Woche arbeitest, dann musst du dich halt entsprechend voll krankenversichern. Unter Umständen kannst du dich sogar, wenn du arbeitslos bist, nebenberuflich
beruflich selbstständig machen. In diesem Fall solltest du aber unbedingt vorher einmal mit der Bundesagentur für Arbeit sprechen, weil die übernehmen in der Regel ja deine Krankenversicherungsbeiträge und ja, da wird das ganze Thema sowieso relativ komplex und vielleicht ist dann auch eine hauptberufliche Selbstständigkeit mit Gründungsunterstützung von der Bundesagentur für Arbeit vielleicht auch interessanter. In solchen Fällen solltest du also unbedingt erstmal mit der Bundesagentur für Arbeit sprechen. Ich möchte hier nur der Vollständigkeit halber sagen, grundsätzlich ist auch das machbar. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal an dich appellieren, dass du das Thema Krankenversicherung nicht auf die leichte Schulter nimmst. Jeder weiß, dass die Steuernachzahlungen irgendwie gefährlich sein können. Was aber tatsächlich auch wirklich sehr wehtun kann, ist, wenn du über diesen Grenzen bist und dann 1, 2, 3 Jahre nachträglich die Krankenversicherung zahlen musst. Das heißt, wenn die Krankenversicherung merkt, dass du eigentlich letztes Jahr schon über diesen Einkommensgrenzen warst, zu viel gearbeitet hast, zu viel Umsatz gemacht hast, dann fordert die Krankenversicherung tatsächlich rückwirkend die Beiträge. Und das kann richtig teuer werden. Wenn du 300 Euro im Monat Krankenversicherungsbeiträge zahlen musst und das Finanzamt fordert das dann für 2 Jahre rückwirkend nach, dann kommen halt schon mal 7.200 Euro zusammen. Deswegen ganz, ganz wichtig, sprich ganz am Anfang einmal mit der Krankenversicherung, um da jetzt nicht in eine Schuldenfalle zu laufen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du zum ganzen Thema nebenberufliche Selbstständigkeit noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, es gibt noch ein ausführliches Schritt-für-Schritt-Video für deine Selbstständigkeit. Das heißt, in 12 Schritten zur Selbstständigkeit. Das Ganze ist für dich als nebenberuflicher Gründer natürlich auch interessant. Schau dir das Video unbedingt jetzt einmal als nächstes an. Ansonsten würde ich dir empfehlen, dass du dich generell mal schlau machst, ob du vielleicht einen Steuerberater beauftragst oder welche Tools du in deiner Selbstständigkeit verwenden könntest. Meine Empfehlungen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier oder schau einfach direkt die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.